Hi Leute, ich bin's wieder, die Kiki von Kikis Kitchen und wir befinden uns heute in Tschechien. Also nicht wirklich, sondern wir gehen auf kulinarische Reise nach Tschechien. Es gibt nämlich ganz typische tschechische Buchteln. Das ist ein richtiger Zungenbrecher. Tschechische Buchteln bzw. auch böhmische Buchteln und die bestehen aus einem fluffigen Buchtelteig, einem Hefeteig und gefüllt werden sie traditionell mit Pflaumenmus. Hier zeige ich euch zuallererst die Zutaten für unseren Hefeteig. Wir benötigen Mehl, außerdem Butter, die habe ich hier schon geschmolzen, Milch, die erwärmt ihr, sodass die ungefähr 38 Grad hat. Außerdem Zucker, Zitronensaft, Vanillezucker, Prise Salz. Hier habe ich noch frische Hefe und Eier. Und jetzt gehen wir direkt zu der Zubereitung über. Jetzt machen wir zuallererst einen Vorteig. Der geht auch super easy. Wir haben die Milch ja erhitzt. 38 Grad ist für Hefe immer perfekt. Wenn es die 40 Grad übersteigt, dann wird es ein bisschen schwierig. Hefe mag es nämlich nicht ganz so heiß. Die gebe ich jetzt hier einfach in eine ausreichend große Schüssel. Die frische Hefe lasse ich da reinbröseln, einfach mit den Händen. Dann kommt noch ein Teil des Zuckers und 1,5 Esslöffel des Mehls hinzu und dann rühren wir das einmal um. Durch die lauwarme Milch hat sich die frische Hefe jetzt auch gut aufgelöst. Und jetzt lassen wir das 15 Minuten lang zugedeckt stehen und dann machen wir weiter. Der Vorteig ist fertig. Er hat in der Zwischenzeit gut gearbeitet, wie man sieht. Und da kommen jetzt zuallererst die flüssigen Zutaten rein. So mache ich das immer ganz gerne. Also die flüssige Butter, die habe ich aber inzwischen auch wieder abkühlen lassen. Und die Eier sowie der Zitronensaft. Und dann gebe ich die trockenen Zutaten mit dazu. Jetzt habe ich den Teig 10 Minuten lang mit den Händen auf der sauberen Arbeitsfläche geknetet. Ich finde einfach, dass man mit den Händen so ein viel besseres Gefühl dafür hat, wann der Hefeteig fertig ist. Und ihr könnt dann je nachdem, wie groß die Eier waren, die ihr verwendet habt oder wie viel Zitronensaft in der halben Zitrone drin war, könnt ihr auf jeden Fall noch ein wenig Mehl hinzufügen. Das macht ihr dann am besten nach und nach. Und jetzt forme ich das zu einer Kugel und gebe das zurück in die Schüssel. Und da könnt ihr auch wieder Mehl reingeben und auch über den Teig geben und das Ganze dann zugedeckt 60 Minuten lang gehen lassen. Und ihr werdet den Teig nicht wiedererkennen, denn der wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stark aufgehen. Und hier verbirgt sich unser aufgegangener Teig. Voila, habe ich zu viel verraten? Sieht der nicht toll aus und der hat eine richtig schöne, fluffige Konsistenz. Ich hole das jetzt erstmal hier raus aus der Schüssel und dann teilen wir den, also ich mache das so, ich teile den in 15 gleichmäßig große Stücke und dann füllen wir unsere leckeren Buchteln damit. Jetzt habe ich alle 15 Teigrohlinge zu Kugeln gerollt und einmal auf der bemehlten Arbeitsfläche abgedeckt liegen lassen. Da braucht ihr keine Wartezeit, ihr könnt einfach sofort mit dem ersten anfangen, den ihr gerade zu einer Kugel gerollt habt. Und die nehmen wir dann, entweder nehmt ihr euch ein Nudelholz oder der Teig ist so fluffig, ihr könnt das einfach mit den Händen ausbreiten. Und dann befüllen wir das Ganze mit Pflaumenmus, da nehme ich jetzt einen Teelöffel. Ich habe jetzt nicht nur die Auflaufform gefettet, unten drunter, um die Buchteln später leichter rauszulösen. Ich habe auch die Oberfläche jetzt mit geschmolzener Butter bestrichen, denn ihr wisst ja, Butter ist Geschmacksträger, Butter schmeckt einfach und gibt auch nochmal eine richtig schöne Farbe nach dem Backen. Ich lasse das Ganze jetzt nochmal für 20 bis 30 Minuten zugedeckt gehen, damit sie ihre volle Fluffigkeit erreichen. Und danach kommen sie in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für 20 bis 25 Minuten und später am besten lauwarm genießen und natürlich mit Puderzucker bestäuben. Thank you.
Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Nachbacken der tschechischen Buchteln und glaubt mir, eines der fluffigsten Gebäcke, die ich hier probieren durfte. Also unbedingt nachmachen. Und falls ihr das Ganze dann auch nachgemacht habt, mit euren Fotos gerne den Hashtag Kikis Kitchen oder den Hashtag Kaufland verwenden, damit wir uns das auch anschauen können und uns darüber freuen können. Ansonsten stehen auch die genauen Mengenangaben hier unten in der Infobox und ich freue mich, wenn ihr bei meinem nächsten Rezeptvideo hier auf dem Kaufland-Kanal auch wieder dabei seid. Tschüss!